Weiß man nicht. Vielleicht gibt's Hügelzeitfahren noch Bergpunkte. Nö, Sprintpunkte. Aber es gibt noch einen Berg. Es gibt noch jede Menge Berge. HC2, HC1. Das ist die letzte Etappe, die achte. So, gehen wir erstmal rein ins Hügelzeitfahren. Ja, wir sind noch so gut dabei, wir dürfen es nur nicht wegwerfen. Das ist der Punkt. Wir müssen einfach immer nur dranbleiben an dem, der führt, und dann kommen wir in der Wertung immer weiter vor und vielleicht haben wir irgendwann die Chance, den einfach zu überholen. Wir sind sogar unter den Favoriten. Heute können wir Zeit gut machen, eventuell. Ja, klar, werde Fünfter. Die Traumnasen. Also jetzt hast du die Geschwindigkeit schon auf 8-fach und denkst, noch 135 Leute vor mir. Es kommt ja auch noch die Form dazu. Also meine Form ist seitdem auch wieder gestiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Form ist, die Ausgeruhtheit ist oder die Stufe 12. Vielleicht eine Kombination aus allen drei Sachen. Das ist ja das in diesem Spiel. Da haben so viele Sachen einen Einfluss, wo du, wenn du eine Zeit lang draußen warst und wieder reinkommst, erstmal sagst, warum geht das heute so schlecht? Und dann kommst du irgendwann auf den Trichter, oh, ich hatte heute eine Tagesform von minus 3 oder oh, mein Ausdauerwert ist zu niedrig oder oh, auf der Etappe zieht er den Hügelwert? Das war mir unbekannt. Oder ich vernichte mehr Energie auf der Geraden, wenn du keinen Ebenenwert hast. Ja, oder. Also, es gibt so 8 Milliarden Punkte, wo du plötzlich drüber nachdenken sagst, das könnte Auswirkungen haben. Und dann irgendwann kommt so der Punkt. Ja, und dann kommt noch die Frische, die Tagesform, die Fitness. Also, hier alles auf den Punkt zu bringen. Dass du am Schluss gewinnst, ist schwer. So wie im echten Leben. Wie lang ist dieses Zeitfahren denn? Dreiundzwanzig Kilometer. Der gelbe Balken ist leer, der rote nicht. Wie zur Hölle fahren die denn hier? Ja gut, wir müssen wahrscheinlich anders kalkulieren, fällt mir gerade auf. Wir fahren hier hoch. Das ist anstrengender. Wie hier runter. Wir können also ein bisschen übers Limit gehen beim Hochfahren.
Nee, Berg hoch ist besser. Hügel hoch ist besser. Da habe ich einen besseren Wert wie in der Abfahrt. Zahner hat's verkackt, glaube ich. So, also, wir müssen auf jeden Fall unter 85 bleiben. Weil ab 85 nimmt der rote Balken ab und dann kommen wir gar nicht weit. Wir versuchen es mit 85. Das ist Ebene, das sieht gut aus. Jetzt beginnt die Steigung. Wir können mehr Energie vernichten im Auf fahren als später im Abfahren. Also was ich nicht ankratzen darf, ist den roten Balken momentan. Weil der geht schneller leer. Und dann bist du tot. Das ist ja das Ding bei den ganz kurzen Prologen, wo du auf 99 stellen kannst und der gelbe Balken nicht leer wird, da ist der rote leer und dann fährst du eine schlechte Zeit. So. Bin gerade am Überlegen, ob das hier noch passt von Einsatz her. Ich gehe mal ein bisschen Einsatz runter auf 80. Ich will ja nicht, dass der gelbe Balken oben leer ist. Ich hätte ja gerne, dass es noch ein bisschen Energie hat für das gerade Stück, bevor es bergab geht. Das nennen die Hügelzeitfahren. Das ist für mich ist das ein Bergzeitfahren. Alter, das sind ja, das ist kein Hügel, da geht 7% Steigung. So, Chrono 1, 10. Jetzt ein Stück geradeaus. Da können wir nicht ganz so schnell fahren, sonst sind wir tot. Und jetzt geht's runter. Das heißt, jetzt machen wir Wegstrecke. Mit ganz wenig Einsatz. Und 13. Scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. Was sind das für Fahrer, bitte? Wir haben doch schon alles gegeben. Wie schafft's denn da einer, den Hügel 1,31 schneller hochzufahren und das bergab auch noch mitzunehmen?
ja irre. Was hätte ich werden sollen? Fünfter? Zu spät gesehen. Roglic gewinnt mal wieder. Was soll ich da noch sagen? Jetzt mal ganz im Ernst, was soll ich da noch sagen? Ich hätte Fünfter. Es ist aber auch. Letzte Etappe. Break. Sind wir schon über 90? Kann ich auslösen? Ist doch ein Witz, oder? Die ganze Tour keinen einzigen Formhöhepunkt. Danach geht er los. Puh. Wir liegen eigentlich gut. Ich bin am Überlegen, wenn man dem Aufstieg angreift, entspannt, hochfährt, lange runterfährt. Es geht lange bergab. Dann hier geht's langsam wieder hoch. Also ich weiß nicht, also es sind 119 Kilometer. Schafft man das allein, sich vom Feld zu halten? Bei dem Feld mit Sicherheit nicht. Wie viel Rückstand habe ich? 2 Minuten. Mal gucken, wie sich's entwickelt. Es gibt garantiert Ausreißer. Ja, ich sag ja, eigentlich muss ich nur am Roglic dranbleiben. Und mit Roglic reinkommen. Ich bin einer der Top-Favoriten hier auf der Etappe. Es regnet und schneit. Und da vorne gehen sie schon weg. Ich wollte nicht in eine Ausreisergruppe. Ey, mach langsam, hallo. Ich will nicht in eine Ausreisergruppe, hallo. Wo bleibt denn das Hauptfeld? Die müssen nur langsam mal kommen. Ja, jetzt ist Zahner in der Ausreisergruppe. Anstatt mich zu beschützen, macht Zahner jetzt Angriffe. Ich habe das Gefühl, die parken. Ich bin doch eben schon schneller gefahren. Will da keiner Führungsarbeit machen bei denen? Was ist hier los?
Ey, geh mal führen gerade. Oder Niri. Niri ist doch schon da. Niri kann mal Führungsarbeit machen. Wir machen Position halten mit 90. Fahren dann hinter Niri. Also ich meine, hier will keiner Führungsarbeit machen, die lassen einfach die Ausreißer da vorne wegfahren. Ich meine, Niri muss jetzt auch nicht mit 70, also mir reicht es auch, wenn Niri 65 oder 60 fährt, aber Hauptsache es macht eine Führungsarbeit und nicht alle fahren da so rum, als ob es die nicht interessiert, dass da ein Rennen läuft oder so. Wessen Truppe ist das hier? Bocklitsch. Ja, wir verlieren massig Zeit, ne, auf die Jungs da vorne. So, wir lassen den mal rausfallen, dann sollen die anderen mal die Arbeit machen. Die Ausreißer sind schon in der Abfahrt. Wieder mal schlechtes Timing von mir, aber okay. Es waren scheinbar eh keine Punkte mehr zu vergeben. Ja, also ich weiß auch nicht, was hier gerade los ist. Der hat 84 Kilometer zum Ziel. Oh ja, der ist vorne dabei. Ja, den lassen sie halt fahren fürs Bergtrikot. Mich lassen die halt nicht fahren fürs Bergtrikot. Das ist halt der Punkt. Wir müssen gleich mal gucken, wenn wir über den Berg drüber sind, dass wir uns mit Wasser verpflegen. Wir sind nicht eine eigene Gruppe geworden, oder? Ich krieg's Kotzen mit dem Wasser holen und den Gruppen. Jetzt haben wir zwei Leute, die Wasser holen. Können die das irgendwie mal ein bisschen an, also dieses rein und raus und in der Gruppe und jetzt sind sie wieder eine eigene Gruppe, weil sie dann doch nicht rankommen und also es ist doch ein Drama, ist das doch. Versucht er jetzt die ganze Abfahrt nach vorne zu fahren und schafft's nicht, oder was? Okay. Der hat gerade noch Wasser geholt, glaube ich, für uns, oder? Irgendeiner hat's voll zerlatzt eben. Gott, bin ich erschrocken, wie es den wieder gelatzt hat. So, und dann geht's schon wieder bergauf.
Wir sind irgendwie eine eigene Ausreisergruppe geworden. Und wo ist Rockledge? Ja, aber ich glaube, der ist auch dabei, der Rockledge. Der hält sich nur weiter hinten. Oh, der hat aufgegeben. Ja, da hinten sind noch einige, die Trikot-Anwärter sind. Aber ich sehe kein Rockledge. Ich sehe das gelbe Trikot nicht. In der Gruppe. Ist der auch gestürzt? Ja, hier reißt es auseinander, warum auch immer. Jetzt sind wir schon Vierter. Können die nicht mehr? Sind die platt? Wer bist du? Gehen Sie mal los. Gehen wir auf 70. Dass die Energie noch reicht. Wir holen weiter Vorsprung raus. Ich weiß es nicht, ob der Aufgabe Rockledge stand. Ich weiß nur, dass irgendwie es kam zu einem Sturz und ich sehe kein Rockledge mehr irgendwo um mich rum. Jetzt fahren alle langsam und lassen mich vorne rausfahren, eine Minute. Und wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch irgendwie mit meiner Energie so zu haushalten, dass ich auf der Bergspitze ankomme, ohne dass die mich einholen. Hat der den mit weggelatzt? Würde ich mich totlachen. Sorry, ich bin unsportlich, was das angeht, aber dann wären wir ja Fünfter. Da bräuchte ich einfach nur ins Ziel fahren. Und ist das, was ich hier mache, gerade unnötig. Ja, hinten die geben Gas, aber wir zerlegen das Feld mit unserem Ausritt. Die anderen müssen mehr Gas geben, um mich einzufangen und dabei bleiben einige auf der Strecke, habe ich so einen Eindruck. Wie weit ist es denn noch bis zu dieser blöden Bergspitze, alter Schwede, ey? Nee, ich will den nutzen. Ich hatte eigentlich vor, den zu nutzen. Mein Versuch, da rauszufahren, war an sich. Ich habe gedacht, ich könnte schaffen, in den reinzufahren, aber der ist immer noch 2,50 von mir weg. Und da hinten kommen sie wieder an. Alter, treten die rein. Wollen die mich verarschen? Ey, ey, hallo. Das ist nicht denen ihr Ernst, oder? Wo nehmen die diese Energie her? Das ist ja krank, wie der da hoch
Wie die da an mir vorbeigerauscht sind, ist ja krank. Okay, 99. Wir ziehen rein den Bergwert. Wir haben keine Energie mehr, wir ziehen nur noch den reinen Bergwert. Komm bis zur Bergspitze, das schaffen wir doch noch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hallo, Bergspitze. 500 Meter noch bis zu dieser Kack-Bergspitze, ey. Dann ist auch noch ein Stück flach. Die wollen mich schicken. Wann geht's denn bergab? Ich brauche Energie. Wichtig ist, an dem hier dran zu bleiben. Der ist gut. Jetzt heißt's Energie sparen. Mit allen Mitteln, allen Zwecken. Wasser nicht vergessen. Es kommt nur mal ein Aufstieg. Ja, ich muss mir gleich eine Flasche Wasser holen, das Vieh. Ich hab die gerade leer gemacht. Wir sparen ganz gut Energie im Moment. Die Frage ist, wie weit sind wir weg von den anderen? Es geht, es geht. Dranbleiben, nicht abhängen lassen. So, wir beginnen den nächsten Aufstieg. Und ich habe das Gefühl, da haben sich einige sehr verausgabt. Und wenn wir das clever angehen, können wir mit ein bisschen Angriffigkeit die in Grund und Boden fahren. Bin gerade am gucken, wo ich bin. Nee, ist noch zu früh. Warte noch einen Moment. Unten die Werte sind von der Spitze des Feldes. Die gehen jetzt über eine Bergwertung. Ich habe noch 5 Kilometer bis zu dieser Bergwertung. Ich bin 6 Kilometer vom Ziel. Können aber mal mehr Energie einsetzen. Irgendwie ist das hier dann doch sanfter, als ich dachte. So, jetzt nehmen wir's. Jetzt wirkt es. Die ersten kommen schon ins Ziel. Mist. Die konnten mich noch wegsprinten, ey. So bin ich nur 16 da, aber gut.
Die Frage ist, oh, Thomas war mit da vorne dabei. Also es waren nicht viele dabei, glaube ich, von denen, die vorne standen. Ja gut, Johnson war auch, Johansson war auch dabei. Ich bin gespannt. Zana ist 11., ich bin 16. Zana ist 11. Ich bin jetzt mal auf die Endabrechnung gespannt. Es dürfte einen ganz schönen Sprung nach vorne gegeben haben. Weil ich glaube, es waren nicht so viele Leute vor uns, obwohl Meda. Meda. Nee. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wir losgeworden sind. Also ich meine, gut, wenn Roglic ausgefallen ist und wir sechsten Platz behalten hätten. Ja, dann. Irgendwie habe ich Angst. Die haben mir eingeschenkt wie nix. Wie gesagt, ja, ich hätte nur dranbleiben müssen. Warum habe ich auch die Attacke gemacht? Ich hätte nur dranbleiben müssen an dem Meter und dann wäre ich da vorne. Der Roglic ist tatsächlich ausgefallen. Und da hätte ich den fünften Platz geerbt. Der Versuch, hier vorne Zeit gut zu machen, hat dazu geführt, dass ich Plätze verloren habe ohne Ende. Wir haben alles verloren. Ah, da sind sie zu Recht sauer. Aber sie sind zufrieden, weil ich hier Wertungen geholt habe. Aber es hätte besser ausgehen können. Es hätte viel besser ausgehen können. Mann, Mann, Mann. So, wie viel Uhr haben wir denn? Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren können wir mit Sicherheit noch fahren. Dann gute Nacht, Gaming to Sky. Also das eine Zeitfahren mache ich noch. Dann haben wir das noch hinter uns und können beim nächsten, also können dann morgen, können wir dann entsprechend wieder weitermachen. Wir sind der Einzige, der dort antritt. Logischerweise, wir sind der einzige Deutsche im Team. Wieso haben wir denn immer noch keinen Formhöhepunkt? Den löse ich jetzt mal aus. Bumm. So, jetzt haben wir mal einen Formhöhepunkt. Wieso ist die Tagesform so niedrig? Ich weiß gar nicht, ob ich die drehen kann hier mit Willenskraftbonus. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Gar nichts. Kann man nur negative drehen? So, das fahren wir noch, das Rennen. Wir sind einer der Top-Favoriten. Das kann interessant werden. Ziel, das Rennen gewinnen. Mein Team ist mal wieder sehr optimistisch. Also Top 3 hätte ich mir jetzt gefallen lassen, aber... Mein Team übertreibt gleich mal wieder mit das Rennen gewinnen. Ja genau, welche drei kostenlosen Wirtschaftssimulationen meinst du, Gaming to Sky?
einmal Titel bitte. Das ist auch was, was mich nervt an dem Game. Wie die manche Dinger bauen und wie dann gefahren wird. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Diese Etappe ist 50 Kilometer lang. Na, herzlichen Glückwunsch, dann können wir gleich mal auf 70 stehen lassen. Glaubt ihr, das erkenne ich, was da oben ist? Brauchst ja eine Lupe, ey. Also hätten sie den Balken weiß gemacht, anstatt schwarz-weiß, könnten wir besser erkennen, ob es reicht, die Energie oder nicht. Aber UI-technisch sind die eh auf dem falschen Pferd. Also da haben die einen UI, also den UI-Experte, die hätte ich mal gerne in einem Gespräch, wie man überhaupt grüne und rote Balken verwenden kann, wo es doch so viele Leute mit Rot-Grün-Schwäche gibt. Und wie man da schwarz-weiße Balken machen kann und wie man eine Flasche machen kann, die aussieht, als wäre sie halb leer als Trinkflasche. Ich glaube, ich muss Energie sparen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist das Problem, weil, ja, ich erkenne es halt beim besten Willen nicht. Ich lehne mich ja sogar schon vor, um es zu gucken. Ich bin drauf und dran, hier die Zeitbeschleunigung reinzuwerfen. Ich dachte, es wäre ein Zeitfahren, kein Marathon. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie unsere Form halten können. Bei der ersten Zwischenzeit waren wir ja Erste und sind es noch immer. Ich bin auf die zweite Zwischenzeit gespannt.
So, es geht einen Hügel hoch. Steigung 6-7%. Wir gehen auf 73 oder sogar auf 75. Weil hier ist unser Vorteil in diesem Zeitfahren. Immer noch Erster bei der zweiten Zwischenzeit. Wir müssen wieder ein ganz klein wenig Energie rausnehmen. Also so scheiße zu erkennen, echt. Es könnte hinhauen. Wenn ich hier oben ins Chrono reinguck, 20 Sekunden beim ersten, 22 Sekunden beim zweiten Vorsprung. Ich muss es halt ins Ziel bringen und davor habe ich Angst, deshalb gucke ich da oben so verzweifelt auf diesen Balken. Dass die Energie nicht ausgeht, bevor ich im Ziel bin. Nach die Gaming to Sky. Schade, dass du dir nicht noch die letzten 5 Kilometer anguckst. Verpasst ja das große Finale sozusagen. Also von diesem Livestream, nicht vom Spiel. So, letzter Kilometer. Wir pushen hoch und geben alles. Und zweiter. Nee. Echt jetzt? 4 Sekunden. Das ist nicht denen ihr Ernst. 20 Sekunden, 22 Sekunden. Und dann hier hinten raus war der schneller und... Also, es darf nicht wahr sein. Und wegen diesen 5 Sekunden sagt mein Team jetzt wieder unterdurchschnittlich. Ich hätte es ja gewinnen sollen. Top 3 war ihnen ja zu wenig. Und das, obwohl ich Schachmann geschlagen habe. Wer ist überhaupt dieser Juri Hohlmann? Den kenne ich gar nicht. Für wen fährt er? Movie-Star-Team. Ich habe 0 Werte über den, aber das ist ein purer Zeitfahrer. Der hat hier Zeit verloren, da Zeit verloren. Und da hat er alles wieder reingeholt. Das ist doch nicht normal. Unterdurchschnittlich. Ich wurde nur Zweiter. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur? Ich habe gedacht, wir krönen diesen Livestream mit einem Wahnsinnserfolg zum Schluss. Jetzt brauche ich irgendwas zur Frustbewältigung. Es ist echt bitter. Es ist so bitter. Wegen 4 Dreckssekunden. Beginn deines Formhöhepunkts. Ich habe ihn selber ausgelöst. Danke für die Info. Alter, was läuft denn da oben durch? Oh Gott, mein Rechner gibt gerade Vollgas. Beim Simulieren dieser ganzen Championships gleich explodiert er. So, und die Straßenmeisterschaft, die fahren wir dann beim nächsten Mal. Mein Podiumsplatz hat für internationales Aufsehen gesorgt, aber mein Team ist enttäuscht. Upsa.
Wenn dein Punkt verbleibt, warum kann ich den nicht vergeben? Ich verstehe dieses Spiel manchmal so gar nicht, aber gut.